Ich brauch ne Schere. Ich brauch ne Schere. Ich brauch ne Schere. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal wieder mit mir allein. Es tut mir leid, aber es ging nicht anders, weil ich etwas bestellt habe. Und das wäre jetzt so aufwendig gewesen, wenn ich Markus dazu geholt hätte. Und Markus hat damit eigentlich nicht wirklich was zu tun. Es wäre zwar lustig gewesen, aber ich habe dieses Paket jetzt vor mir und ich muss es einfach auspacken, weil ich einfach so aufgeregt bin. Denn ich habe bei einem Etsy-Shop bestellt, nämlich bei Candles of a Fangirl. Ich werde euch mal alle Seiten, heißt die Etsy-Shop-Seite und ihren Instagram-Account unten verlinken, damit ihr auch mal vorbeigucken könnt, weil das sieht einfach von den Bildern her schon richtig, richtig genial aus. Und es sind, wie gesagt, Kerzen hier drin in dieser Box, die ich hier habe, die wir zusammen auspacken werden. Und zwar sind die alle von A Court of Thorns and Roses inspiriert. Ich habe nämlich eine Box bestellt. Es gibt nämlich eine monatliche Box, die sie macht. Und zwar war diese Box diesen Monat die Highlord Box. Also Highlord kommt von A Court of Thorns and Roses, also von der Buchreihe von Sarah J. Maas. Und ich freue mich einfach so darauf, weil man nicht weiß, welche Kerzen genau da drin sind. Und deswegen bin ich jetzt aufgeregt. Und deswegen machen wir es einfach auf. Man braucht keine Schere, glaube ich. Ich bin aber wieder zu dumm, dieses Paket aufzumachen. Wie macht man denn dieses Paket auf? Bin ich zu blöde? Ja, ich bin zu blöde. Man musste einfach nur rausreißen. So. Und dann machen wir es auf. Und so sieht es aus. Da oben seht ihr dieses Logo von der Highlord Box. Ich hoffe, es stellt scharf. So, jetzt müsstet ihr es sehen und ich hoffe, das steht jetzt auch wieder scharf. Ja. Und ich werde es einfach mal rausholen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin so aufgeregt. Ich habe einfach mal die erste raus. Es sind zwei Kerzen, glaube ich, drin. Also es sind vier Kerzen insgesamt, wie gesagt. Und ich hole einfach die erste mal raus. Und es ist Tamlin. Jetzt müsste man was erkennen. Also ich persönlich mochte Tamlin im ersten Band sehr. Im zweiten Band nicht. Aber egal, ich liebe trotzdem alle Charaktere. Ich werde es einfach mal aufmachen und dran riechen und ich bin so gespannt. Okay, und zwar ist sie so pink. Und ich rieche mal dran. Oh, es riecht richtig gut. Das riecht nach Erdbeer, glaube ich. Wenn ich es richtig... Also ich steht auch wirklich nicht. Er kommt ja aus dem Spring Court, also aus dem Frühlingshof, wenn man das so übersetzen kann. Und es riecht halt so richtig nach Frischheit. So, das ist halt so süß, aber... Oh. Oh, das riecht geil. Oh mein Gott. Aber ich werde diese, glaube ich, auch nicht anzünden. Ich will es einfach nur in meinem Regal stehen haben, weil ich einfach ein Regalbrett voll von A Court of Thorns and Roses haben möchte. Kann ich es ja nicht, dass man das sieht. Ich stelle die mal. Ich mache hier mal alles zurück. Es tut mir so leid. So. Dann die zweite Kerze ist High Lady. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hier sehen wir es. Und es ist natürlich der Night Court, wer alle den zweiten Teil gelesen hat. Ich will das nicht spoilern, aber oh mein Gott. Und ich bin so gespannt, wie es riecht. Okay, wir machen es einfach mal auf. Und ich schätze mal, es ist blau oder schwarz. Und es ist... Oh mein Gott, es ist so blau mit Glitzer. Diesmal ist es Glitzer, diesmal ist es Glitzer. Oh. Das riecht so richtig... Wenn man das riecht, es riecht so kühl. Man... Es kommt so eine... Das kann man nicht beschreiben. Es ist so... Ein kühler Duft, es riecht so ein bisschen nach... Ich kann es gar nicht beschreiben, ist das Lavendel? Wenn man da riecht, dann ist es einfach so eine Kühle, die da so rüberkommt. Also ich kann es nicht beschreiben, ich kann Düfte so schwer beschreiben, aber es riecht mega geil und es passt einfach mega zum Night Court. Ich könnte mich da tot riechen. Und dann werde ich die zweite Box aufmachen. Andersrum. Oh, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Und es ist Callius aus dem Winter Court und den kenne ich, glaube ich, noch nicht, weil ich den dritten Teil noch nicht gelesen habe. Aber es sieht mega geil aus. Es ist halt so richtig schön verziert hier im Hintergrund. Ich schätze auch mal, es riecht wieder so kühl und es riecht wieder so richtig passend zu diesem Winter Court. Und es ist weiß. Ich wusste es. Es passt einfach. Alles wie Faust aufs Auge. Und es riecht nach... Diesen Duft kann ich null beschreiben. Es riecht ein bisschen süß. Das ganze Video besteht daran, wie ich an einer Kerze rieche und den Duft beschreibe. Okay. Und die letzte Kerze. Ich bin gespannt. Und es ist... Tarquin. Den kenne ich auch noch nicht. Kann ich den euch mal zeigen? Doch, den kenne ich, glaube ich. Kenne ich ihn? Kenne ich ihn nicht? Kann mich nicht mehr daran erinnern. Und es ist aus dem Summer Court. Und jetzt so ein warmer Duft. Der ist so richtig an Sommer erinnert, das kann ich mir richtig gut vorstellen.
Oh, ich liebe diese Farbe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es kommt mir so ein richtig... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das riecht so gut. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Ich habe das irgendwo schon mal gerochen. Aber ich kann es nicht beschreiben. Es riecht so gut. So richtig frischer. Oh, ich kann es nicht beschreiben. Ich höre auf mit dem Beschreiben. Das geht alles in die Hose. So. Oh, es rollt alles. Und hier drinne. Ah, hier sind die Beschreibungen. Hier sind die Beschreibungen. Von den Düften. Also kann ich es euch jetzt mal genau beschreiben. Sorry, er hat jetzt gecheckt. Fangen wir an mit Takin, dem letzten Duft. Wir gehen jetzt mal von hinten nach vorne, dann könnt ihr euch besser dran erinnern. Und es riecht nach Melone, Zitrone und Ananas. Jetzt muss ich nochmal dran riechen. Ja, es riecht einfach so eine Mischung aus allem. Und es riecht ja so fruchtig und es riecht so... Also ich glaube, das wird mein Lieblingsduft. Oh mein Gott, das riecht so gut. Dann kommen wir zu Kallios. Und das schmeckt. Das riecht, besonders ich lese mal vor, smells like incense and cinnamon leaf. Also auf Deutsch nach, ich glaube, das heißt, incense heißt, meine ich, sowas wie Räucherstäbchen. Oder so verruchtes, so meine ich. Und cinnamon leaf ist halt Zimt, kann man Zimtblatt sagen. Weil leaf heißt ja Blatt. Es riecht immer nach Zimt, so. Jetzt gucke ich nochmal. Ja, oh mein Gott. Ach Gott, Leute, es riecht einfach so richtig nach Winter. Wenn ihr euch im Winter so einen Tee macht oder so und dann diese ganze Stimmung vor einem Kamin. Nee, ich hör auf. Okay, kommen wir zu High Lady. Und das riecht nach Zedernholz und Lavender. Lavender. Mhm. Man müsste es auch in Deutsch sprechen. Und zwar Lavendel. Habe ich ja auch gesagt, dass es nach Lavendel riecht. Und ja. Also das Lavendel riecht man immer richtig raus, weil das halt sehr stark ist. Und die sind immer so Zitate bei, was richtig schön ist. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Und die letzte Kerze ist Tamlin. Und das riecht nach Kiwi und Apfel. Okay, da war ich mit Erdbeere nicht so nah dran. Aber es riecht immer ein bisschen nach Erdbeere, finde ich. Ja, Kiwi und Apfel könnte auch so eine Mischung ergeben. Aber es riecht auf jeden Fall geil. Okay, ich bin eigentlich nicht so ein Duftkerzen-Fan, weil mir davon immer schlecht wird, beziehungsweise weil ich Kopfschmerzen bekomme. Und dann dementsprechend sind auch immer die Düfte für mich immer so ein bisschen... Aber die Düfte sind irgendwie schön leicht, beziehungsweise aber auch nicht so, wenn sie schwer sind, dann sind sie so, dass uns nicht Kopfschmerzen verursacht. Das ist natürlich nochmal anders, wenn ich sie anzünde, was ich aber wahrscheinlich nicht machen werde, sondern einfach nur hinlegen werde und damit auch Fotos machen werde und ich laber wieder zu viel. Und das Blatt ist richtig schön gestaltet. Ich kann euch das mal zeigen. Und es ist so viel Mühe reingesteckt worden. Also guckt unbedingt bei diesem Shop vorbei. Also vom Etsy-Shop von Candles of a Fangirl. Bitte alle vorbeigucken. Ich lasse den Link unten in der Infobox da. Und auch zum Instagram-Account. Und hier ist dann noch so ein Aufkleber von Tamlin. Und zwar, I'm a tool, Tamlin Highlord of the Spring Court. So sieht das aus. Richtig cool gestaltet. Und man merkt einfach, dass es einfach mit so viel Liebe gestaltet ist. Und mit so viel Herz reingesteckt wurde. Und boah. Es ist einfach so toll und es hat auch nur eine Woche gedauert, bis es ankommt. Also was heißt, manche denken jetzt, oh Gott, eine Woche, aber eine Woche, das ist alles handgefertigt. Und diese Qualität und die Mühe, die da einfach hintersteckt, echt Respekt für dich, wenn du das siehst. Es ist so toll gemacht und sowas verdient einfach immer mehr Unterstützung. Deswegen geht alle auf diese Seite und holt da was, wenn da was vorrätig ist, weil es ist nicht immer was vorrätig, weil manchmal ist auch alles ausverkauft. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr was kriegt, dann holt es, weil es lohnt sich zu 100%. Sonst ist hier nur die Rechnung dabei und die ist aber uninteressant für euch. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit meinen Kerzen. Ich hole sie alle nochmal hier hin. Meine vier Babys. Und das werden nicht meine letzten Kerzen sein, weil ich brauche mehr. Ich brauche mehr für meine Sammlung. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ersten vier Kerzen, meine ersten vier Duftkerzen, buchinspirierte Duftkerzen. Ich werde mir auf jeden Fall noch weitere von der Court of Thorns and Roses holen oder von Throne of Glass und von Sherlock wollte ich mir noch welche holen, weil es die meine ich auch gibt. Holt euch diese Kerzen, ich liebe diese Kerzen jetzt schon. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden durch meine Schwärmerei und durch meine Riecherei und Beschreiben von Düften. Ich gucke, ob ich das irgendwie so besser zusammengeschnitten bekomme. Auf jeden Fall habe ich mich mega gefreut darüber, dass es so genial riecht alles und so genial alles abgelaufen ist. Und es, oh,
Ich freue mich einfach so mega. Ich bin gerade so gehypt und ich liebe diese Buchreihe auch so. Also wenn ihr auch A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury und A Court of Rings and Ruin beziehungsweise das Reich des Sieben Würfel noch nicht gelesen habt, tut es. Es ist die beste Buchreihe, die ihr gelesen werdet. Beziehungsweise ich hoffe es, weil meine ist es. Und damit verabschiede ich mich mit meinen kleinen Babys. Schreibt unbedingt mal eure Meinung in die Kommentare zu Duftkerzen und zu den Düften, die ihr jetzt hier habt, beziehungsweise zu den Beschreibungen, ob es passt oder ähnliches. Könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüssi! Tschüss. Tschüss.